Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon Age Origins. Ja Leute, wir stehen hier in unserem Camp und ich würde sagen, wir gehen hier direkt wieder weg. Denn wir machen heute ein bisschen in der Tat. Story weiter, würde ich sagen. Ich wollte eigentlich Morrigan mitnehmen, aber ich nehme jetzt mal Wynn nochmal mit, weil ich möchte gerne zu den Dalish-Elfen und da hat sie ja ihre Gefährtenquest. Ach ja, stimmt, da unten waren wir. Okay. Boah, sind die laut! Und ich habe die Sounds nochmal leiser gemacht, ne? Keine Ahnung, warum ausgerechnet die Spinnen so laut sind. Ihr macht das ohne mich, ne? Ja gut. Wo muss ich raus? Nirgendwo. Ah, okay. Gut, ich muss ja durch die Spinnen leben, ne? Sonst komme ich hier ja gar nicht vorwärts oder kann ich die irgendwie verbrennen. Wäre ganz gut zu wissen. Wo rennt denn jetzt das Mist hier hin? Bin ich da hergekommen? Weiß es nicht. Ja, mal zurück. Gehen wir mal hier unten lang. Hier werde ich vermutlich auch wieder festgehalten. Ah ja, es gibt keinen Grund, noch weiter in diese Richtung zu reisen. Interessant. Da sind Felsen. Da sind auch Felsen. Wie ihr meint. Wir können das hier looten. Okay. Tja. Hier lang. Wo hängen die denn eigentlich? Okay. Und tschüss. Okay. Besser Withers. Ich werde es tun. Dann tu es, mein Freund. Natürlich. Spinnenkönigin. Nicht mich festhalten. So. Komm her. Brüllen wir die noch an. Ich werde es tun. Ich bin mit der Arbeit gut zusammen. Kann ich die looten? Die kann ich bestimmt looten. Kann sie nicht looten. Wird erledigt. Also ein Rüst, hier so ein Ritter in voller Rüstung, ey. Was ist ein Lappen? Bleibt sofort stehen, Fremder. An diesem Ort lagern die Dalish. Ich schlage vor, ihr verschwindet, und zwar schnell. Um ehrlich zu sein, bin ich auf der Suche nach den Dalish. Ich schätze es nicht, besonders bedroht zu werden. Ist das eure Art, Reisen zu begrüßen? Ich wusste nicht, dass hier die Dalish sind. Doch, das wusste ich. Ich bin auf der Suche nach ihnen. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Was ich hätte doch eine Elfe machen sollen. Guck, wie hübsch sie aussehen. Ich bin ein grauer Wächter und möchte mit eurem Anführer sprechen. Ich glaube, irgendein Mitarbeiter von BioWare hat auch mal gesagt, dass ein weiblicher Dalish-Elf deren Canon für den Grauen Wächter ist, was ich immer sehr seltsam fand. Wobei der Start der Dalish-Elfen, glaube ich, dann in Anführungsstrichen wichtig für Dragon Age 2 ist, beziehungsweise es wird da aufgegriffen. Ah, überreden, das werde ich ihrem Anführer erzählen, niemanden sonst. Ein Grauer Wächter. Ja, komm. Ein Grauer Wächter? Woher weiß ich, dass ihr die Wahrheit sagt? Ja, ich habe meine Rüstung leider ausgezogen. Geben etwa viele Leute vor, glaube ich, da zu sein. Das Ding ist, uns erkennt ja irgendwie komischerweise immer irgendjemand. Mein Wort wird euch genügen müssen. Ich schätze, eine Lüge würde euch nicht viel nützen. Ich werde euch doch, eigentlich bringen. Schon.
Ich schlage vor, dass ihr im Lager eure Hände bei euch behaltet und vergesst nie, dass unsere Pfeile auf euch gerichtet sind. Folgt mir! Ich sehe, wir haben Gäste. Hi. Okay, warum bellt unser Hund zornig? Und unter ihnen ist auch ein Hund. Als hätten wir nicht schon genügend Probleme mit solchen Kreaturen. Wer sind diese Fremden, Mithra? Ich habe heute ausgesprochen wenig Geduld und noch weniger Zeit für Außenstehende. Er hat ja Bock. Dieser hier behauptet, ein grauer Wächter zu sein und möchte mit dem Clan sprechen. Ich hielt es für das Beste, die Entscheidung euch zu überlassen. Das war klug von dir. Marcy Runners, Mithra. Du kannst auf deinen Posten zurückkehren. Manuvenin, Hüter. Gut. Erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin Sethrian, der Hüter dieses Clans. Sein Anführer und Bewahrer unseres alten Wissens. Okay. Und wer seid ihr? Mein Name ist Aiden. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Der Hüter heißt, dass ihr habt hier das Sagen. Ihr müsst nicht wissen, wer ich bin. Ihr könnt mich erinnern. Was da? Oh, ein Shemlin mit Manieren. Interessant. Shemlin ist Mensch. Seid ihr hier, um uns Neuigkeiten über die Verderbnis zu bringen? Ich habe die Fäulnis schon gespürt, die sich im Süden ausbreitet. Das Vorhandensein der Verderbnis ist nicht neu für mich. Wenn wir reisen könnten, hätte ich den Clan schon längst nach Norden geführt. Aber wie ihr seht, ist das leider nicht. Ja, die dunkle Boot steht so quasi vor eurer Tür. Ja, ihr scheint eure eigenen Probleme zu haben. Was ist los? Ihr seid alles sicher damit wegen des Rüstung, Vertrags, sieht schon hier, den wir vor Jahrhunderten unterzeichnet haben. Unglücklicherweise können wir unser Versprechen vielleicht nicht halten. Das bedarf einer Erklärung. Bitte folgt mir. Okay. Oh. Unser Clan hat den Brasilienwald vor einem Monat erreicht. Wir kommen immer hierher, wenn wir diesen Teil Ferelden's betreten. Wir sind immer auf der Hut vor den Gefahren des Waldes. Aber wir hatten nicht gedacht, dass die Werwölfe auf unsere Ankunft warten würden. Werwölfe? Sie haben uns überfallen. Und obwohl wir sie zurückschlagen konnten, wurde großer Schaden angerichtet. Viele unserer Krieger liegen im Sterben. Trotz all unserer Magie und Heilkünste müssen wir womöglich unsere Brüder und Schwestern erschlagen, damit sie sich nicht in Bestien verwandeln. Okay. Das Böse der Verderbnis muss aufgehalten werden. Aber wir können unseren Verpflichtungen nicht nachkommen. Ich bedauere das wirklich sehr. Ich habe gerade mit allem gerechnet, aber nicht mit Werwölfen. Nee, weil gibt es wirklich Werwölfe? In der Geschichte Ferelden's gab es eine Zeit, in der viele Wehrwesen durch das Land gezogen sind. Geister ergriffen Besitz von Tieren und verwandelten sie in grässliche Ungeheuer. Die Menschen führten Krieg gegen diese Kreaturen und vernichteten sie. Ihre Geschichten über diese Zeit sind zweifellos immer ungenauer geworden. Werwölfe sind Kreaturen, die den Abscheulichkeiten ähneln. Sie sind besessene Wölfe, die wahnsinnig geworden sind. Nicht alle Werwesen sind aus diesem Land verschwunden. Und diejenigen, die den Brasilienwald heimsuchen, sind der Beweis dafür. Gibt es keine Möglichkeit, euren Männern zu helfen? Die Infektion ist ein Fluch, der sich in ihrem Blut ausbreitet. Er führt zu großen Qualen und letztlich zum Tod oder zur Verwandlung in etwas Grauenhaftes. Das Einzige, was ihnen helfen könnte, müsste von der Quelle des Fluches selbst stammen. Und es wäre keine leichte Aufgabe, es zu erhalten. Aber ihr werdet mich dennoch darum bitten, es euch zu bringen, oder? Weil Videospiele so funktionieren. Ihr sprecht über einen Werwolf. Schwierige Aufgaben sind meine Spezialität. Im Brasilienwald lebt ein großer Wolf. Wir nennen ihn Schattenreißer. Er ist der Ursprung des Fluchs. Und durch sein Blut wurde er übertragen. Wenn er getötet würde und ich sein Herz bekäme, könnte ich den Fluch vielleicht vernichten. Ja. Aber diese Aufgabe hat sich als zu gefährlich für uns herausgestellt. Ich habe vor einer Woche weitere Jäger in den Wald geschickt, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Wie sie hier einfach immer noch da steht, wie angewurzelt. Ich kann nicht noch mehr Clan-Angehörige riskieren. Ich werde diesen Schattenreißer für euch finden. Habt ihr überlegt, andere um Hilfe zu bitten? Was bekomme ich? Vielleicht vernichten?
Es gibt keine Garantie, dass es so funktioniert, wie ich es mir erhoffe. Aber es ist die einzige Hoffnung, die uns noch... Ja, dann. Ich muss euch warnen. Im Brasilienwald lauern noch mehr Wölfe. Ihr müsst wissen, dass er eine lange Geschichte voller Gräuel und Morde hat. Wo es so viel Tod gibt, wird der Schleier dünn, der das Geisterreich von unserer Welt trennt. Dann können die Geister sowohl von toten Dingen als auch von lebenden Wesen Besitz ergreifen. Aber wenn ihr uns doch helfen könnt, dann wünsche ich euch viel Glück. Oh, Ausrüstung. Dann sucht Meister Verithorn auf. Eigentlich nicht, aber... Ich werde ihn anweisen, etwas Ausrüstung für euch beiseite zu legen, die auch die Jäger verwenden. Habe ich noch Fragen? Nee. Ich muss mich wieder um meine Leute kümmern. Mögen die Schöpfer euch Schnelligkeit verleihen. Danke, danke. Elish Camp. Wer ist er? Sethrin, okay. Bitte lasst das sein. Warum? Wenn ihr Ausrüstung benötigt, kann euch Meister Verithorn bestimmt helfen. Darf ich fragen, was ihr darin aufbewahrt? Warum wollt ihr das wissen? Es geht euch nichts an. Also lasst es bitte sein. Euch hätte überreden machen sollen. Andarana Tishon, grauer Wächter. Mein Name ist Lanaya. Ich bin Sethrians Priorin. Oh, ich konnte was das mal. Was ihr vielleicht als Schülerin bezeichnen würdet. Ich habe mein gesamtes Leben lang vom Hüter gelernt. Ich bin ein bisschen neugierig über die Welt dort draußen. Gestattet ihr mir, euch eine oder zwei Fragen zu stellen? Was heißt nochmal Andarana Tishon? Ist das einfach eine Begrüßung? Ich konnte tatsächlich mal diese paar... elfischen Sachen, die hier geredet werden. Aber keine Ahnung mehr. In Dragon Age 2 sprechen die das Elbisch auch viel schöner aus. Hier ist das halt so deutsch. Ich habe keine Zeit für Fragen. Ich habe mir doch gerade schon eine Frage gestellt. Natürlich fragt. Natürlich. Ich habe gehört, die Städte der Menschen seien enorm groß. Oh, ich hätte mir eine Elfe machen sollen. Tausende und Abertausende in den Inquisition spielen wir eine Elfe. Das weiß ich jetzt schon. Ist das wahr? Ja. Wirklich? Es muss dort schrecklich laut sein, wenn alle sich gleichzeitig unterhalten. Ich versuche mir vorzustellen, wie unser Volk an einem solchen Ort lebt. Umgeben von Mauern aus Stein und Gleichgültigkeit. Es ist keine schöne Vorstellung. Ihr solltet es euch selber ansehen. Es wäre bestimmt lohnenswert, das selbst zu sehen. Ich habe deinen Namen nicht gelesen. Ich glaube nicht, dass ich den Clan verlassen Grobes könnte. Cool. Vielleicht bin ich einfach zu feige. Ich scheint euren Clan sehr zu lieben. Ihr könntet mich... Hä, die wird doch keine Begleiterin. Ich kann mich an die überhaupt nicht erinnern. Begleitet mich. Ich danke euch für das freundliche Angebot. Aber mein Okay, Platz ich dachte hier. Schon. Eines Tages wird unser Hüter von uns gehen. Ja, und dann muss ich bereit sein, unseren Clan zu führen. Ich habe noch eine Frage. Ach, sie ist die zweite, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob ihr sie beantworten könnt. Die erste heißt das. Die erste. Bedauern sie jemals, sie, glaub ich, auch was sie uns angetan haben? Ich glaube, einige von ihnen schon. Nicht alle Menschen sind gleich. Und doch unternehmen sie nichts. Auch wenn einige gut, es bedauern. Vor dem Fall der Dales hat einst ein Dichter über sie geschrieben. Sie fliegen wie Drachen, so ruhmreich und stark. Sie wüten wie Drachen, so grausam und hart. Aber ihr seid bestimmt nicht hier, um euch von mir Gedichte rezitieren zu lassen. Nee. Verzeiht mir. Ich will die Vielleicht mitnehmen, die ist voll ja cool. Vielleicht habt ihr auch einige Fragen. Oh, ich will jetzt sofort eine Dale spielen. Was könnt ihr mir über Sethrin erzählen? Nichts, was ihr ihn nicht selbst fragen könntet. Er ist der Hüter des Clans, und zwar schon seit langer Zeit. Außerdem ist er ein außergewöhnlich guter Mann, der viel verloren hat. Die Dalish bedeuten ihm alles. Alle. Und er würde alles tun, um sie zu beschützen. Er hat viel verloren? Er hat seine Familie verloren, schon vor langer Zeit. Ich weiß nicht genau, was geschehen ist. Aber die Umstände müssen grauenhaft gewesen sein. Was genau macht ein Hüter? Ein Hüter ist in erster Linie der Anführer des Clans. Er entscheidet, wohin wir gehen und wann es Zeit ist, aufzubrechen. Er ist außerdem dafür verantwortlich, das alte Wissen des Clans zu bewahren und es an die Mitglieder des Clans weiterzugeben. Ohne einen Hüter wäre dieses Wissen für immer verloren. Deshalb beschützt der Clan ihn mehr als jeden anderen.
Warum sind die Dalish so feindselig? Sie haben allen Grund dazu. Ja. Seit der Zeit von Arlethan war mein Volk entweder versklavt oder heimatlos. Genau. Ich dachte, der Name eurer Heimat sei die Dales. Das war unsere zweite Heimat. Unsere erste war die prächtige Stadt Arlethan. Die Dales kamen, nachdem wir aus der Versklavung befreit wurden. Von überall her kamen Elfen in die Dales. Sie reisten Hunderte oder Tausende von Meilen, um ein neues Leben zu beginnen. Man nannte es den Langen Marsch. Die Elfen kamen in die Dales und machten sie zu ihrer Heimat. Aber eines Tages wurden auch sie uns wieder weggenommen. Und da fragt ihr euch, warum wir feindselig sind. Was ist dieses Arlethan? Es war die Heimat unserer Ahnen. Vor langer Zeit, als die Menschen diese Länder zum ersten Mal betreten haben. Damals waren wir frei. Und wir waren unsterblich. Wir wussten nicht, wie wir mit den Menschen umgehen sollten. Und am Ende haben sie ihre Macht gegen uns gewandt und Arlethan zerstört. Unsere Ahnen wurden versklavt und unsere Kultur ging für immer verloren. Existiert Arlethan noch? Nicht, dass ich wüsste. Den alten Legenden zufolge haben die Menschen Arlethan dem Erdboden gleichgemacht und zwischen Felsen zermalmt. Die Elfen waren damals unsterblich? Sie starben, aber nicht an Altersschwäche wie andere Rassen. Zumindest nicht, bis die Menschen kamen. In den Legenden heißt es, dass der Umgang mit den Menschen unser Leben beschleunigte. Unser Blut raste und wir begannen zu altern. Also sind wir ihnen natürlich aus dem Weg gegangen. Und dann waren wir 1000 Jahre lang von ihnen versklavt. So wurde unser aller Leben beschleunigt und unsere Unsterblichkeit wurde ausgelöscht. Zumindest erzählen es so die alten Geschichten. Könntet ihr euer langes Leben nicht wiedergewinnen? Im Laufe der Zeit und in Abgeschiedenheit? Zathrian ist viele Jahrhunderte alt, obwohl das selbst für uns ungewöhnlich ist. Ja, ich verstehe das, ehrlich gesagt. Wir nennen sie Shemlen, schnelle Kinder. Ja, aber stimmt, Shemlen ist ein Schimpfwort. Eine gewisse Arroganz, um so auf andere herabzusehen, dass man sie als Kinder bezeichnet. Vielleicht sollten wir auch unserer eigenen Rolle beim Verlust Arlethans mehr Beachtung schenken. Dennoch war es eine bittere Lektion, die wir lernen mussten. Und wir sind nicht dankbar dafür. Gibt es keine Möglichkeit, das Wohlwollen des Clans zu gewinnen? Wer auch immer es sucht, müsste uns beweisen, dass er nicht wie die Fremden ist, die wir gewohnt sind. Eure Bemühungen, unserem Clan zu helfen, sind mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung. Das manchmal nicht. Bitte. Erzählt mir mehr über euch. Ich kann euch versichern, dass an mir nichts Besonderes ist. Doch, ich hätte dich gerne in meinem Team. Scheint, als sei ich anders als der Rest meines Clans, liegt das daran, dass ich unter Menschen geboren wurde. Ich kam zu den Dalish, als ich noch sehr jung war. Aber ich habe mir immer meine Neugier über die Welt bewahrt, aus der ich stamme. Wie seid ihr denn zu den Dalish gekommen? Meine Eltern waren Diener eines menschlichen Händlers, dessen Karawanen auf den südlichen Routen verkehrten. Eines Tages wurden er und meine Eltern von Banditen getötet. Ich war die einzige Überlebende, nur ein junges Mädchen. Also haben mich die Banditen mitgenommen. Ich war mehrere Jahre lang ihre Dienerin. Oh, das klingt alles andere als schön. Muss schrecklich gewesen sein. Das war es. Allerdings bin ich nach langen Jahren der Besinnung jetzt damit im Reinen. Ich kann es in einem anderen Licht sehen. Ich kann mir nur vorstellen, was geschehen wäre, wenn mich der Clan nicht vor ihnen gerettet hätte. Ich schulde ihm dafür mein Leben. Und mehr. Die Dalish haben euch gerettet? Die Banditen haben einen Späher getötet, als der Clan in der Nähe ihres Lagers vorbeizog. Als der Clan ihn fand, machte sich Zathrian auf die Suche nach seinen Mördern. Er ist ihren Spuren fast einen Monat lang gefolgt. Und als er uns schließlich eingeholt hatte, fiel er wie ein grauenhafter Schrecken über die Banditen her. Niemand konnte ihn aufhalten. Okay, das scheint sehr mächtig zu sein. Ich saß einfach nur da und habe schemenhaft wahrgenommen, wie er sie angegriffen hat. Ich habe jeden Schlag genossen. Als er mich sah, verwandelte sich der Zorn in seinen Augen in Mitleid. Er nahm mich mit zurück zu seinem Clan. Und seitdem bin ich hier. Hattet ihr keine Familie, zu der ihr zurückkehren konntet? Es ist möglich, dass ich noch einige Familienangehörige hatte. Vielleicht auch viele. Zathrian hat mir angeboten, mich zurückzuschicken. Aber ich wusste nicht, woher ich stammte. Und ich wollte bei dem Mann bleiben, der mich gerettet hatte. Der Clan ist meine Familie.
Und alle anderen glauben besser, dass das kleine Mädchen gemeinsam mit seinen Eltern gestorben ist. Im Moment ist der Clan alles, was ich brauche. Meine alte Welt hätte mir all das und natürlich auch das Wissen einer Hüterin nicht bieten können. Vielleicht werde ich eines Tages, wenn ich Hüterin bin, aus Neugier Erkundigungen anstellen. Aber ich bin nicht sicher, was mich am Ende dieses Weges erwartet, abgesehen von Schmerzen. Wie wurdet ihr zu einer Hüterin? Ich bin keine Hüterin, sondern Zephyrins Priorin. Da ich Priorin. Aber nicht aus dem Clan stamme, war es schwierig. Also in Teil 2 heißt es, glaube ich, Erste. Wir Dalish haben sehr alte Traditionen. Die Clans stammen von den Adligen ab, die einst die Dales regierten. Versteht ihr? Die Hüter dieser Clans haben das stärkste und reinste Blut, das bis in die Zeit von Arlathan zurückreicht. Ich musste mich mit den anderen Kandidaten messen, die auch Priorin werden wollten. Und ich musste in allem besser sein als sie. Einfach nur, weil ich nicht von altem Blut bin. Ihr müsst stolz auf eure Leistung sein. Das bin ich. Die Zeremonie, in der Zephyrin mich zu seiner Priorin weihte, war der stolzeste Tag meines Lebens. Der Clan hat großes Vertrauen in mich gesetzt. Eines Tages werde ich ihn anführen. Und dann werde ich diejenige sein, die unsere Zukunft sichert. Wie ihr wünscht, Dara Shiral. So, nochmal. Ihr habt das Vertrauen meines Clans missbraucht und uns zweifellos bestohlen. Zephyrin wird davon erfahren, das versichere ich euch. Hä? Er sagte, Meister Verathorn würde euch ich hätte es beim ersten Mal machen müssen. Er hat nicht gesagt, dass ihr euch an unseren Schätzen vergreifen könnt. Ich begreife einfach nicht, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, eine Freundschaft zu mir aufzubauen. Oh nein, ich musste laden. Ihr habt mein Misstrauen beruhigt, oder? Ich sollte vermutlich nicht allzu überrascht sein. Zephyrin hatte recht. Ich bin zu gutgläubig gegenüber Fremden. Geht und tut das, was ihr tun wolltet, aber belästigt mich nicht mehr. Nee, ich wollte eigentlich das Überreden-Ding nochmal machen. Ach Mann. Ja gut. Ich lade nochmal ganz kurz neu. So, ich habe jetzt das Gespräch mit ihr nochmal gemacht, bevor ich die Truhe angeklickt habe. Und jetzt habe ich da auch wieder die Überreden-Option. Bitte lügt mich nicht an. Ich finde das äußerst unerfreulich. Okay. Wir laden neu. Okay. Dann klicke ich die mal gar nicht an die Truhe. So. Machen wir mal so. Marathon, Jäger, Mithras. Wir haben ganz schön viele Namen. Wo ist denn derjenige vielleicht den... Ach du Schande, gibt's hier Quests? Guck gerade mal, ob ich den von der Quest finde. Mithras... Das Mithra. Gehen wir mal zurück und reden mit Mithra. Alistair, was ist das? Ein Strumpf. Ein schmutziger Strumpf. Was? Wie kommt er in mein Bettzeug? Vielleicht mag er euch. Strümpfe sind ziemlich gerissen. Hä? Mir gehört er jedenfalls nicht. Euer Name ist eingestickt. Oh, das gehörte zur Templerausbildung. Damals in der Kirche. Die Männer haben immer ihre Strümpfe verwechselt. Nun, tut mir leid. Ich befreie euch umgehend davon. Einer meiner Strümpfe ist ohnehin etwas feucht. Da tut ein Wechsel Not. Ihr wollt ihn anziehen? Er ist schmutzig. Und trocken. Wir sind auf dieser Reise nicht gerade mit Luxus verwöhnt. Ihr habt schreckliche Unarten angenommen. Also ganz ehrlich, die Gespräche mit Wynn sind irgendwie komisch. Ich hoffe, ihr nehmt mir meine Fragen bei eurer Ankunft nicht übel. Wir Dalish müssen uns stets vor Schwierigkeiten schützen. An euch andere wird eh so viele Probleme. Ihr scheint aber auch keine Mühen zu scheuen, welche zu suchen. Verstehe. Machen euch andere wirklich so viele Probleme? In diesen Tagen kaum, um ehrlich zu sein. Wir haben uns bei den Shemlin einen fürchterlichen Ruf erarbeitet. Dennoch müssen wir wachsam bleiben. Nicht, dass ich erwarte, dass ein Fremder das versteht. Aber so ist es nun einmal. Wir tun, was wir tun müssen. Hätten wir gewusst, dass ein grauer Wächter zu uns kommt, hätten wir einen anderen Empfang vorbereitet. Aber ich wünsche euch viel Glück bei eurer Aufgabe. Dara Shiral. Das was? Seid im Lager vorsichtig. Okay.
Vergesst nicht, dass wir es nicht gewohnt sind, dass Fremde sich unter uns aufhalten. Nicht jetzt. Achso, die hat mich hier vorne rausgelassen. Okay. Arthras. Andruil. Mhm. Ist noch irgendwas? Gott des Handwerks. Schande, das kann ich ja alles anklicken. Farbige Tinte. Wenn wir mit der Arme hier. Ein sehenswertes Zelt. Hi. Es tut mir leid, aber ich muss mich um unsere Kranken kümmern. Okay. Ich möchte nun eigentlich noch nicht mit den Questleuten reden. Luftrollenstapel. Leute, lass mich mal durch. Wie ihr meint. Ach stimmt, die haben ja so komische Hirsche. Elora. Die haben alle Quests. Ne, du nicht. Einer. Enderene Tischen, Fremder. Okay, es ist eine Begrüßung. Wer seid ihr? Ich bin Gaynor. Kann ich euch irgendwie helfen? Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch weiterhelfen kann. Aber ich werde es versuchen. Okay, die sagt einem eigentlich im Grunde dasselbe, oder? Ich möchte mehr über Erfolg erfahren. Dann solltet ihr mit Lanaya sprechen. Okay. Sie ist die Priorin des Hüters und weiß viel über derartige Dinge. Oh, Ausrüstung? Meister Verathorn müsste alles haben, was ihr braucht. Hey, die sagt doch einfach die Infos, die ich schon habe. Ihr findet ihn in der Schmiede. Zethrian? Er war schon unser Hüter lange, bevor die Eltern meiner Eltern geboren wurden. Was möchtet ihr über ihn wissen? Das weiß ich. Warum wusste er nicht, dass die Werwölfe angreifen werden? Der Hüter ist kein Wahrsager. Er konnte nicht mehr wissen als der Rest von uns. Okay. Wie alt ist Zethrian genau? Ich weiß es nicht. Sehr alt. Man sagt, Zethrian könnte einer der Ersten sein, der das wiedererlangt, was unsere Ahnen vor langer Zeit besaßen. Unsterblichkeit. Aber wie ist das möglich? Wir alle leben länger als die Flachohren, als die Elfen, die bei den Menschen leben. Und wegen ihres Wissens um die alten Lebensweisen leben die Hüter noch länger. Ich weiß nicht, was Zethrian von den anderen unterscheidet. Vielleicht ist er von den Schöpfern gesegnet. Ihr glaubt nicht wirklich an diese Götter, oder? Doch, Toni. Was genau ist ein Hüter? Das weiß ich eigentlich auch schon. Nö, okay. Mögen euch die Schöpfer begleiten. Die sagt mir nichts Neues tatsächlich. Keine Ahnung, wofür sie gut ist. Wird noch für irgendeine Quest. Ah, Fenherel. Wer sagt mir noch was? Auch einer von den Göttern. Wie ihr meint. Warum hat er schon ein Abschließensymbol? Wir bescheidenen Wanderer grüßen euch, Schemlin. Wir wissen, dass ihr euch in den verfluchten Wald wagen wollt, um unsere Brüder zu retten. Ich fürchte, eure Bemühungen könnten vergebens sein. Eine ganze Gruppe unserer Jäger ist mit demselben Vorhaben wie ihr in den Wald gegangen und bisher nicht zurückgekehrt. Mit etwas Glück finde ich sie vielleicht. Aber natürlich. Ein Fremder kommt, um uns zu retten. Warum haben wir überhaupt versucht, unsere Probleme selbst zu lösen? Ich will nur helfen. Ich versuche nur zu helfen. Nichts kann uns jetzt noch helfen. Am allerwenigsten die Einmischung eines Fremden. Du bist ausgesprochen unfreundlich, Sayrel. Würdest du die Hilfe für unsere Jäger zurückweisen, nur wegen der Person, die sie anbietet? Du beschämst mich, Lethalan. Ich habe meiner Verbitterung gestattet, mein Urteilsvermögen zu trüben. Vergebt mir, grauer Wächter. Es fällt uns schwer, die Lektionen zu vergessen, die die Schemlen uns gelehrt haben. Aber vielleicht kann ich es wieder gut machen. Bleibt noch, während ich den Kindern eine Geschichte erzähle. Okay. Dann berichte ich über den Wald, wenn ihr wünscht. Sofort. Okay. Dann kommt alle und schließt euch uns an. Ewig. Also, wie wäre es, wenn wir die Geschichte vom Fall der Dales erzählen? Wer von euch Kindern kennt sie am besten? Ich glaube ich. Ja? Dann komm, Kind.
Hab keine Angst vor den Fremden. Nun, was glaubst du, womit sollte eine solche Geschichte beginnen? Mit der Zeit, als wir Sklaven waren? Ja, vor langer Zeit waren unsere Brüder und Schwestern Sklaven eines Reiches, das die Schemlen mit dunkelster Magie errichtet hatten. Sie nahmen uns unsere Geschichte und unsere Sprache und ließen uns nichts. Und dann fiel dieses Reich und wir wurden befreit. Denn Andraste kam mit ihrer Armee und Chartan schloss sich hier an. Ja, Andraste, die Prophetin der Schemlen, kam aus dem Süden und forderte das Reich von Tevinter heraus. Unser Ahn Chartan kämpfte an ihrer Seite. Und als die Rebellion endete, erhielten wir eine neue Heimat im Westen. Die Dales. Wir begannen, unsere Kultur und Geschichte wieder aufzubauen, die wir in den Jahren der Sklaverei verloren hatten. Wir beteten zu den Schöpfern und machten die Dales zu unserer Heimat. Vielleicht wisst ihr, was danach kam, Fremder. Wisst ihr, was mit den Dales geschah? Ihr habt den Krieg mit uns angefangen verloren. Irgendwas, was ihr zweifellos für unfair haltet. Das reicht. Das ist blöd. Warum kann ich denn das nur so ausdrücken, als ob die den Krieg angefangen haben? Das ist blöd. Ich weiß es ja, aber wir haben doch Krieg mit denen angefangen. Das ist alles Quatsch. Mal jetzt einfach mal das hier. Wisst ihr es nicht oder wollt ihr es nicht wissen? Was sagst du, Kind? Kannst du uns erzählen, was mit den Dales geschehen ist? Die Schemlen wollten uns nicht in Frieden lassen. So ja, genau, ich kann halt keine sie positive Antwort uns, für die machen. Ihren Erbauer nicht verehren wollten. Doof ist das denn? Und sie lehnten unsere Lebensweise ab, weil sie sich so sehr von ihrer unterschied. Die Beziehungen der Länder der Schemlen zu den Dales kühlten ab. Sie nannten uns Gotteslästerer und Tyrannen und erklärten uns den Krieg. Sie begannen einen mächtigen Kreuzzug. Ich habe gehört, es war ein Krieg, den ihr begonnen habt. Warum muss ich darauf rumreiten? Wieso kann ich einfach nur Antworten geben, die der definitiv nicht mögen wird? Und was ist schlimmer? Die Taten derer, die daran glaubten, im Recht zu sein? Oder die Untätigkeit derer, die wussten, dass sie im Unrecht waren. Oh, wir hatten sicher unseren Anteil an unserem Untergang. Wir hatten angenommen, dass die Schemlen das Geschenk ihrer Propheten nicht so einfach für nichtig erklären würden. Wir irrten. Sie nahmen uns unser Land und zwangen uns, den Glauben an unsere Götter zu entsagen und wie Bettler in den Städten der Schemlen zu leben. Doch es gab welche unter uns, die sich weigerten, unsere Lebensweise aufzugeben. Sie schmückten ihre Körper mit den Symbolen der Schöpfer und schworen, das alte Wissen am Leben zu erhalten. Das sind wir, das sind die Dalish. So ist es, Kind. Wir zogen die Wanderschaft und Heimatlosigkeit der Herrschaft der Schemlen vor. Und all unsere Clans wandern allein, bis wir wieder eine Heimat haben. Dann bringen wir unseren Leuten die alten Lebensweisen zurück, weil sie alles vergessen haben. Denn wir sind die Dalish, die Behüter des verlorenen Wissens. Die Wanderer auf dem einsamen Pfad. Wir sind die Letzten der Elvenern und niemals wieder werden wir uns beugen. Und das ist die Geschichte der Dales, Fremder. Danke, dass ihr uns gestattet habt, sie euch zu erzählen. Ich habe kaum eine Wahl gelassen. Erlaubt ihr mir vielleicht, was soll ich denn jetzt erzählen? Ein andermal vielleicht. Okay. Ihr seid hier Gast und ihr könntet unseren leidenden Jägern eine große Hilfe sein. Ich kann euch jetzt eine Meinung aber schnell geändert. Erzählen, was ich über den Brasilienwald weiß. Wollt ihr es hören? Ja. Unseren Legenden nach war der Brasilienwald, bevor die Schemlen kamen, ein Aufenthaltsort unserer Ahnen. Sogar noch älter als unsere allererste Heimat. Die Menschen des Reichs kamen hierher und gaben dem Wald seinen Namen. Wir wissen nicht, ob sie Hinweise auf unsere Ahnen gefunden haben. Falls ja, wurden diese Elfen erschlagen oder versklavt. Wir wissen nur, dass hier viele große Schlachten stattgefunden haben. Diese Bäume wachsen auf den Gräbern der Gefallenen, sowohl der Schemlen als auch der Elfen. Was hat das mit den Werwölfen zu tun? Durch so viel Tod an einem Ort wurde der Schleier zum Jenseits zerrissen. Die Schemlen kennen das Jenseits als das Nichts, den Ort der Träume und Geister. Wenn der Schleier zerrissen wird, können die Geister ungehindert in unsere Welt eindringen.
Der Legende nach ergriff ein mächtiger Geist Besitz von dem Wolf, der dann zu Schattenreißer wurde. Er gab den Fluch der Raserei an andere weiter und schuf so die Werwölfe. Das weiß ich, das weiß ich auch. Wie viele Werwölfe gibt es dort? Das weiß niemand. Als die Schemlen in dieser Gegend lebten, konnte der Fluch jedes Jahr auf weitere von ihnen übergehen. Sie sollen dann in den Wald gerannt und nie wieder gesehen worden sein. Letztlich sind dann alle Schemlen fortgegangen. Wir nehmen an, dass die Werwölfe überleben, indem sie den Fluch an ihre Nachkommen weitergeben. Aber sie hatten lange kein neues Blut. Das klingt so, als ob die Werwölfe halt von, also durch richtige Wölfe zu dem wurden, was sie sind. Also, dass es richtige Wölfe sind, aber sind Werwölfe nicht normalerweise Menschen, die zu Werwölfen werden? Ich glaube, den Rest weiß ich sozusagen. Eine letzte Warnung noch. Der Wald ist wie ein lebendiges Wesen. Okay. Er verändert sich, wie er will. Oh nee, verschließt bitte kein Labyrinth Pfade hier. Hinter euch und öffnet neue vor. Och nö. Zu viele haben sich darin verirrt und fanden nicht mehr hinaus. Das wird An lustig. An eurer Stelle würde ich mich bemühen, mir den Wald nicht zum Feind zu machen. Okay. Ja, jetzt haben wir... Wieso habe ich immer noch eine Quest bei ihm? Da muss ich mir den Rest noch anhören. Na ja, gut, Leute, wir haben heute ziemlich viel gequatscht, ziemlich viel über die Elfen erfahren. Und der da oder die da sitzt in der Luft. Die sitzen alle komisch irgendwie. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur morgigen Folge. Bis dann und bye bye.